So, das erste Paket ist angekommen mit den Rechtszeichen für meinen Bahnhof in Liebernich. Dazu sind auch weitere Sechsgleise-Profile. Hier unten sind die Schwellenbänder. Die ersten Weichen, Schienenverbinder, weiterhin waren zwei Wagen dran, die ich euch separat vorstelle. Jetzt wollte ich hier die Flexgleise zusammenbauen. Und hatte eigentlich gedacht, dass ich mir Flex-Schwellenband mitbestellt habe. Und da habe ich natürlich für die G1-Gleise. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Ich denke mal, hier am Bahnhof habe ich da nicht so große Schwierigkeiten, gerade die Gleise zu verlegen. Okay, everybody? Yep. Also nehmen wir das starre Schwellenband und am Ende, wo die Weichen da hinkommen, der Anschluss zu den Weichen wird dann Flexband sein. So, die Schwellenbänder sind fertig aufgezogen. Dann können wir mit dem Verlegen anfangen. Einmal habe ich hier noch. Ich hatte ja gedacht, dass ich die Flex-Schwellenbänder bestellt habe. Die sind länger als die für G1-Gleise. Also hat es irgendwo gefehlt. Muss man nachbestellen. So, die erste Leichtbettung sind verlegt. Teilweise schon mit Gleis. Ist aber noch nicht fixiert, liegt nur so drauf. Bei den letzten beiden muss ich es noch verlegen. Und ich habe hier mal unterschiedliche Gleise. Das ist das normale Flexgleis mit Neuserver. Und das ist das brünierte Flexgleis. Die müssen auf jeden Fall gealtert werden. Ich denke mal, da brauchen wir nichts mehr machen. Kein Glanz, nichts. Es kommt so schon gut rüber. So, meine Gleisbettung ist verlegt. Die Gleise liegen auch erstmal zur Probe drauf, weil ich warte noch immer auf meine Linksweichen. Sehe ich ja hier braucht. Hier kommt die GKW hin. Dann habe ich ja die Rechtszeichen. Die kommen hier irgendwo hin und um von dieser Strecke auf dieser Strecke zu kommen. Das wird ja hier hinten gebaut. So. Heißt das Wort. Ja, ich bin hier gerade so schön am Gleise zu verlegen am Bahnhof und guckt mal, was hier durchgerauscht kommt. Ich
Ja, dich meinte ich eigentlich nicht. Zweiten Waffen möchte ich euch einen Neuzugang vorstellen. Die Taurus von Pico. Fixtrin hatte ich ja jetzt schon 2 Jahre. Jetzt habe ich mir von Tillig Übergangs dazu geholt. Tillig Standardkupplung ist ja die Hakenkupplung und Pico ist ja die Bügelkupplung. Bin ich mit der Tillig Kupplung gefahren, hat es mir immer den ersten Wagen nach der Lok in den Kurven rausgedrückt. Da hat sich der Puffer von der Lok hinter dem Puffer von dem Wagen gesetzt und dann rausgedrückt. Also hatte ich mal die Kupplung von Pico probiert. An dem Wagen die Tillig-Kupplung raus, Pico-Kupplung rein. Und sieh da, es läuft hervorragend. Ist der Abstand jetzt ein bisschen größer zwischen Lok und Wagen? Und jetzt gibt es keine Probleme mehr. Ich lasse den Zug mal für euch hier in Liebernich eine Runde fahren.